Hallo meine Lieben, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen und natürlich frohe Weihnachten. Wir wollen heute schauen, was wir für den heutigen Tag, für Heiligabend, mit auf den Weg bekommen. Und schön, dass du auch heute Morgen dabei bist. Vielen Dank für dein Hiersein und bei mir sein. Wir beginnen heute mal wieder mit den Leipzigers Tarot und schauen rein, was wir mitbekommen dürfen. Na? So, also, jetzt ist das Jahr schon fast wieder vorbei. Mal gucken, was so auf den letzten Metern auf uns wartet. Die erste Karte, Königin der Kelche. Komm hier in die Klärung. Du findest die Klärung für dich und deine aktuelle Situation innerhalb einer Gefühlsangelegenheit nur in deinem Inneren. Niemand anders von außen kann dir das geben, was du jetzt brauchst, oder was du glaubst zu brauchen. Es kann nur aus dir selbst heraus entspringen heute. Dann haben wir die zwei der Münzen. Es geht darum, eine Entscheidung zu treffen, sich wirklich aus ganzem Herzen dazu zu entschließen und dafür zu entscheiden, was man wirklich möchte, mit wem man sein möchte und was man heute erleben möchte. Denn die Neun der Kelche sprechen von einem wunderbaren Spektrum an positiven Gefühlen, strahlend, hell und leuchtend, inspiriert, intuitiv und vor allen Dingen so, wie du es dir in deinem Schatzkästchen vorgestellt hast. Hier kommt ein Schatz ans Licht, ja, von innen nach außen heraus. Es war vielleicht harte Arbeit. Ja, aber das ist auch immer noch harte Arbeit mit den Acht der Münzen. Du bist noch dabei zu lernen, zu reifen, zu wachsen. Und es ist alles gut, so wie es ist. Als letzte Karte, die Liebenden. Wer gehört zu dir? Wer gehört zu deinem Kreis? Wen möchtest du hier noch in dein Herz einladen? Ja, wer ist bei dir im Herzen? Für was oder wen entscheidest du dich hier? Geht es diesmal nur um dich selbst oder geht es auch um andere? Und manchmal ist es auch liebevoll, jemanden loszulassen, der nicht bereit ist. Ja. Dann haben wir auf der Unterseite des Decks auch die Sonne. Wie ihr wisst, die Sonne kommt jetzt wieder. Ja, wir gehen jetzt nach der Wintersonnenwende wieder in schönere Zeiten über. Es darf wieder wärmer werden im Herzen, im Bauch, ja, und wo immer es sonst so gewünscht ist. So, wir gucken nochmal in das Orakel der Inspirationen und schauen, was wir aus diesem Kartenset noch für einen Ratschlag für heute bekommen können. Danke. Die Unterstützung. Hier haben wir diese Karte, die Unterstützung, und sie sagt: Du kannst mit Hilfe rechnen. Eine göttliche Kraft, die weitaus herrlicher ist als alles andere, was auf diesem Planeten existiert, ist bereit, dich bei jedem deiner Schritte zu unterstützen. Also, vielleicht ist heute ein Weihnachtswunder möglich für den einen oder anderen. Vielleicht kommt heute eine unerwartete Weihnachtsnachricht, ein Weihnachtsgeschenk oder Weihnachtsbesuch. Möge er positiv sein, ja, möge er angenehm sein. Und dann schauen wir noch mal in die Rauhnächte Orakelkarten rein. Ich denke, wir nehmen heute für alle eine Karte und schauen, was ich zeigen möchte. Da fliegt gleich meine Visitenkarte davon. Der Schmetterling macht sich auf die Reise. Hier kommt die Kräuterfrau. Vielleicht ist es auch ein Wissen deiner Ahnen, das heute durchkommt. Karte 43. Schauen wir doch mal, was das Booklet uns sagt, was die Bedeutung dieser Karte ist. Und zwar, ihr Erscheinen bringt dir die Größe und Schönheit der Natur nahe. Die Kräuterfrau trägt die Erfahrung des Wandels und der Heilung in sich, fast als wäre sie selbst Mutter Natur. Sie erinnert dich an eine natürliche Lebensweise und schenkt dir das Vertrauen, dass du in der Natur zu deiner inneren Balance zurückfindest.
Als Heilkundige hält sie für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele stets das richtige Heilmittel bereit. Vielleicht hast du Lust, dich mit ihr als geistiger Begleiterin bei den vielen Pflanzen in deiner Umgebung umzusehen und die Kräuterkraft zu finden, die dir jetzt gerade gut tun würde. Und wenn die Natur gerade Ruhe hält, schenkt dir die Kräuterfrau getrocknete oder in Alkohol haltbar gemachte Schätze aus der Welt der Pflanzen. Das Unterscheiden zwischen Heilkraut und giftiger Pflanze ist eine ihrer Stärken und sie weiß, dass in allem gleichermaßen die Liebe der Schöpferkraft steckt. Als deine Seelenbegleiterin lädt sie dich ein, die Geheimnisse von Mutter Natur direkt wahrzunehmen. Mit ihr bist du dir mehr und mehr deines Eingebundenseins ins große Ganzen bewusst. Ihre Kenntnisse der Gewürze und Kräuter setzt sie auch für Speisen ein. Hier sorgt sie für guten Geschmack und beste Bekömmlichkeit. Sie regt dich an, im rechten Mischen und Kombinieren verschiedener Blätter und Blüten, Wurzeln und Früchte für Wohlgefühl, Heilung und tiefe innere Zufriedenheit zu sorgen. So, die Botschaft der Kräuterfrau für uns heute noch. Und dann nehmen wir abschließend eine Karte aus dem Orakel der Göttinnen und schauen, worum es geht. Hier haben wir die Stille. Erschaffe dir eine Zeit der Stille, um zu ruhen, zu meditieren oder in dich zu gehen. Falls es für dich die Ruhe vor dem Sturm ist, setz dich nochmal hin. Koch dir einen Tee oder was auch immer du gerne mit Kräutern machst. Gönn dir noch eine Salbe oder irgendetwas, was dir halt gut tut, etwas, was dich nährt. Ja, das muss ja nicht unbedingt körperlich sein, es kann aber auch auf der mentalen Ebene sein. Vielleicht möchtest du noch ein bisschen räuchern. Und die Tagesenergiezahl ist heute die 626 und sie bedeutet, dass es an der Zeit ist, deinen Geist zu klären, damit du Klarheit im Inneren finden kannst. Mit den zwei Münzen und dieser Unterstützung, die reinkommt, kann es sein, dass jemand anders dir vielleicht eine Last von den Schultern nimmt und du dafür dann Zeit bekommst oder dadurch dann Zeit bekommst, um wieder ein bisschen zur Ruhe zu kommen und zu schauen, woran du so hart gearbeitet hast, was hier deinen Schatz im Inneren jetzt frei machen darf, frei setzen darf, ja, wo du jetzt von innen nach außen heraus strahlen darfst, aber verausgab dich nicht dabei, sondern komm immer wieder zu dir zurück mit der Königin der Kelche, achte immer wieder darauf, wie geht es mir, brauche ich gerade einen Moment der Ruhe und wie viel Zeit möchte ich mit meinen Liebsten verbringen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, gehab dich wohl und ganz gleich, wie du ihn begehst heute auch, dass er für dich das bestmöglichste und glücklichste Resultat hervorbringen darf. Alles Liebe und vielleicht sehen wir uns morgen früh wieder, vielleicht auch nicht, schauen wir mal. Ich wünsche dir erstmal alles Gute. Bis dann. Ciao.